Wir bekommen noch ein Ragnar-Item und vielleicht ist das Ganze sogar ein Dolch. Alles über das vermeintliche neue Item, was eigentlich schon in Assassin's Creed Valhalla drin sein sollte und die Geschichte um Ragnar in Assassin's Creed Valhalla in diesem Video. Bleibt dafür auf jeden Fall am Start. Liebe Leute, mein Name ist Fragnard hier auf dem Channel, da dreht sich alles rund um Assassin's Creed. Bleibt also mega gern unten mit dem Abo mit am Start, wenn ihr da Bock drauf habt, gerne auch mit Glocke, damit ihr nichts verpasst. Ja, es gibt ein Rätsel um die Schlangengrube, in der Ragnar Lodbrok gestorben ist. Dafür bin ich hier einfach mal hingegangen, es handelt sich um diese Location hier in Yorfowick Shire. Ich zeige es euch nochmal groß auf der Karte, ganz im Norden. Da soll Ragnar Lodbrok gestorben sein. Und ja, wir haben es ja damals schon in der Serie Vikings gesehen, beziehungsweise kennen die Sage. Es handelt sich natürlich um entsprechend die Grube, in der Ragnar gestorben sein soll. Da sind einige Schlangen drin, die haben ihn dann getötet. Ich schalte hier einfach mal aus der sicheren Entfernung aus. So, hoffentlich zumindest. Waren das alle? Nee, da fehlt noch eine. Vielleicht können wir da runter mit einem Valkyria-Jump und die letzte töten. Hat geklappt. So, und das hier ist tatsächlich die Kiste. Hier finden wir einen Opal drin, aber ansonsten nichts. Und jetzt wird das spannend. Jetzt wird es so richtig spannend, denn eigentlich sollten wir hier was finden. Ubisoft selbst bestätigt, dass sie es wissen, ja, dass ein Item in Ragnars Pit, also in dieser Grube, wo wir gerade sind, dass das nicht klappt, dass man damit interagiert. Und das Ganze soll mit zukünftigen Updates gefixt werden. Also wenn wir Glück haben, schon mit dem nächsten Patch, der hoffentlich innerhalb der nächsten 7 Tage, würde ich mal schätzen, kommt. Zusätzlich zusammen mit dem River Raid Update. Das ist meine Hoffnung, dass wir innerhalb der nächsten 7 bis 14 Tage dieses Item, sowohl aber als auch das River Raid Update bekommen. Und das Ganze ist bekannt. Es ist an der Stelle nicht nur bekannt in dieser Newslist, in diesem Update-List von Ubisoft, sondern es war auch schon von Darby McDavid beantwortet worden. Denn ich habe dieses natürlich nicht gefunden. Das Ganze wurde von Leuten gefunden, schon lange, weit im Dezember. Da haben Leute hier die Schlangengrube von Ragnar Lodbrok gefunden. Und Darby McDavid, der quasi die Geschichte geschrieben hat von Assassin's Creed Valhalla, ich durfte ihn ja auch interviewen. Vielleicht habt ihr das Interview gesehen, mein Interview mit Darby McDavid. Und er sagt hier, es gäbe 6 Drengir, wenn er sich nicht vertut, die man alle töten muss. Und wenn man das getan hat, dann gibt es eine Quest und durch diese Quest soll man dann zu dieser Schlangengrube gelangen. Jetzt ist es so, dass das nicht der Fall ist. Also man wurde nicht zu dieser Schlangengrube geschickt. Man hatte keine Chance, hier irgendwie normal hinzukommen, in Anführungsstrichen, sondern musste es wirklich so finden. Wenn man alle Opale gesucht hat, dann ist das zum Beispiel eingetreten. Ja, es ist gar keine so wirklich besondere Grube, außer vielleicht, dass hier so ein Haken ist, wo jemand halt dran aufgehängt wurde und dann wahrscheinlich da reingefallen ist. Und es handelt sich wahrscheinlich dabei um Ragnar Lodbrok. Darby McDavid, den ich euch eben gezeigt habe, der hat ebenfalls beschrieben, dass es eine Cutscene, eine Videosequenz zu diesem Thema geben sollte. Und eigentlich hätten wir dazu ein Video gesehen, wie das hier passiert ist, was hier in dieser Schlangengrube vor sich ging, wie Ragnar Lodbrok hier gestorben ist. Das wäre natürlich eine sehr, sehr spannende Sache. Das nochmal als schönen Abschluss für die Drengir. Das sind ja diese schweren Bosse in Valhalla. Leider schaffen wir es hier nicht, irgendwie einen schönen Sprung runter zu machen. Und er sagt, wie gesagt, wir sollten da eigentlich in einem zukünftigen Update dann was sehen. Um was für ein Item könnte es sich handeln? Es könnte sich um Ragnars Dolch handeln. Der wurde auch schon geleakt von anderen YouTubern, die da so ein bisschen in den Game-Files rumhacken. Aber wir können auch nochmal einfach hier ein bisschen auf Suche gehen, ob wir vielleicht in dieser Grube was finden, was denn demnächst so dann möglicherweise hier ins Spiel kommen könnte. Und bislang sieht man hier eigentlich nichts. Man sieht einfach nur Schlangen. Man sieht einen Käfig. Ja, dieser Käfig könnte eben an diesem Haken gehangen haben, dass die Person, die da drin war, ja, vermutlich Ragnar Lodbrok, da auch nicht raus konnte. Ist natürlich auffällig, dass jetzt hier kein Leichnam ist. Da gibt es mehrere Optionen, ob das erst getriggert wird, wenn man die Quest macht oder ob der schon verrottet ist und man dann hier quasi nur irgendwo Überreste findet. Denn wir wissen tatsächlich, dass Ragnar Lodbrok ja zum Zeitpunkt von Assassin's Creed Valhalla schon tot sein soll. Also die Drengir, die sagen ja alle, ey, Ragnar, der war unser großer King.
aber jetzt bin ich ganz alleine, was soll ich nur machen? Und da ist halt die Frage, ja, kannst du nichts machen, außer ein bisschen fighten. Ja. Und ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich schon 6 davon besiegt habe, bin ich mir gar nicht so sicher. Neben diesem Dolch, der schon geleakt wurde, könnte sich natürlich aber auch um irgendwie ein Quest oder ein Sammelobjekt handeln, was wir einfach bekommen, ja, womit wir dann irgendwas machen können. Es könnte sein, dass das Ganze vielleicht auch so ein Dolch ist, wie wir eben von den Daughters of Lirion das Ganze kennen. Hier Cordelias Dolch, Regans Dolch und Gonerils Dolch, und damit konnten wir dann ja in einen Raum reingehen und in diesem Raum dann etwas looten, um eben weiterzukommen mit der Thors-Rüstung und dann am Ende davon zu profitieren und nochmal den Hammer von Thor zu bekommen. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass das Ganze ein Schlüssel ist und der Schlüssel uns irgendwo hinführt. Wie auch immer dieser Schlüssel aussehen möchte, es muss ja keine Schlüsselform sein. An der Stelle ist das Ganze immer noch ein großes Rätsel. Wir kennen hier diese komische Grube. In dieser Grube, da sollte eigentlich irgendwas Schönes sein oder nicht so Schönes. Bislang ist da nichts und Ubisoft arbeitet daran. Das können wir also zum jetzigen Zeitpunkt schon sicher sagen. Das wissen wir auf jeden Fall. Übrigens sind es ja gerade -6 Grad bei mir in Düsseldorf. Und einfach mal die Cola. Die Cola ist gefroren, die auf dem Balkon stand. Ich meine, -6 Grad. Natürlich friert sie. Und das ist so eine Eisdecke. Die ist sogar hier eben übergeschwappt. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Ja, muss man ja derzeit noch sagen. Ja, also bis das Ganze gilt, dass man das auch nicht mehr sagen muss. Nur wenn es bezahlt ist. Apropos, wenn es bezahlt ist. Ja, das hier ist jetzt keine direkt bezahlte Werbung. Ja. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ich möchte euch aber trotzdem davon erzählen. Ich habe ja jetzt einen neuen Partner, EMP. Und das geht bald los. Und wir machen bald den DLC-Marathon von Assassin's Creed, wo wir die DLCs von Assassin's Creed alle durchspielen. Und zwar in richtiger Reihenfolge. Heißt, wir beginnen mit dem Assassin's Creed Odyssey DLC, machen weiter mit dem Assassin's Creed Odyssey Origins DLCs, dann theoretisch kämen die Valhalla DLCs und so weiter. Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood und eben dann die zeitliche Reihenfolge. Und im Rahmen dieses Marathons, dieses DLC-Marathons, wird es einige von EMP gesponserte Giveaways von Assassin's Creed geben. Unter anderem gibt es da so Shirts, die ich habe das jetzt verpackt, werde ich auch nicht auspacken, einfach aus Hygienegründen, weil das an euch rausgeht in ganz vielen verschiedenen Größen. Hier haben wir zum Beispiel ein AC-Shirt in XXL, das eben war, glaube ich, keine Ahnung was. Hier haben wir nochmal eins in L, ein Assassin's Creed Valhalla-Shirt, das habe ich auch, das ist mega nice. Da wird es so einiges geben, was ich raushauen darf an euch. Würde ich mich freuen, wenn ihr da bei dem Giveaway dann im Stream mit dabei seid. Das Ganze nur auf twitch.tv/fragnet. Ganz wichtig, aus technischen Gründen ist das nur dort auslösbar. Ganz einfach für mich. Und das Ganze geht dann raus an euch. Wann das losgeht im Detail, weiß ich noch nicht. Haltet einfach mal die Augen offen, wenn ich sage DLC-Marathon. Ich werde es, glaube ich, auch nochmal separat in einem eigenständigen Video ankündigen. Letztes Jahr gab es ja den Assassin's Creed-Marathon. Da haben wir von Assassin's Creed 1 bis Odyssey beziehungsweise Valhalla dann alles durchgespielt. Jetzt gibt es den DLC-Marathon, wo wir alle DLCs durchspielen, aber in zeitlich korrekter Reihenfolge auf die Jazzer W. Art. Würde mich freuen, wenn ihr da reinschaltet. Und wenn ihr EMP ein bisschen Liebe zurückgeben wollt, dann kriegt ihr 15% Rabatt mit dem Code FRAGNAHT. Ja, steht hier, glaube ich, auch nochmal unter dem Video. 15% Rabatt mit dem Code FRAGNAHT. Und da gibt es jede Menge Assassin's Creed Merchandise. Würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschneit. Links zu den Produkten findet ihr auch hier unterm Video. Wie gesagt, EMP unterstützt mich und den Kanal jetzt in diesem Jahr 2021. Wir sind da noch nicht fix, aber das Ganze, das geht in gute Bahnen und ich freue mich darauf, einfach euch dieses Jahr wirklich daran partizipieren zu lassen in Form von vielen Giveaways. Die werden einiges an Merchandise eben für euch sponsoren, was dann rausgeht an euch. Finde ich eine Bombenaktion und wenn ihr mir nicht gewinnt, dann könnt ihr selber mal gucken, was es hier so gibt. Gibt jede Menge Zeug von Valhalla, von Origins, Syndicate und. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Toller Partner, bin ich sehr, sehr froh und stolz, das sagen zu können, dass das Ganze jetzt in die nächste Runde geht. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns dann vielleicht später. Bis später, euer Peter. Und natürlich hier nochmal die Glocke, ne? Wisst ihr ja selber. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, mein Name ist FRAGNAHT und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist FRAGNAHT. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Dann natürlich gern die Glocke aktivieren. Aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren. Gerne abonnieren.